denkt so konventionell. Das Leben ist konventionell. Sorry, das klingt hysterisch. Ich hab doch ein Luxusproblem. Aha. Ja, gut, das müsst ihr aber auch selber sehen, oder? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was ihr im Leben wirklich wollt? Ich meine, ihr dreht euch nur um euch selbst, mit eurer Wichtigtuerei. Du hast echt ein Problem. Na, ihr seid doch die Schisser. Ihr tut immer so großspurig, aber ist nichts dahinter, gar nichts. Steffen. Manchmal denke ich, ihr wollt immer noch euren Schwiegereltern gefallen. Steffen. Das stimmt doch. Jetzt fehlt nur noch euer eigenes Kind, dann ist alles perfekt. Dann kommt noch ein Goldrahmen außenrum. Ja, und dann gibt's eine Urkunde. Gut gemacht. Ja, und wen wollt ihr beeindrucken? Die ganze Menschheit? Großartig. Ah, wissen das Menschen. Manche kapieren es ja auch nicht. Wenn du dir zuhören könntest, du würdest laut loslassen. Robert. Nein, ihr wolltet doch gar nicht drüber reden. Also lasst es. Paul. Entschuldigung, das war nicht okay, aber Robert, das geht so nicht. Sorry, das läuft jetzt nicht nach eurem Plan. Bitte bleibt noch. Robert. Paul, komm jetzt. Sag mal, Robert und Paul sind jetzt weg. Robert und Paul sind jetzt weg. Sag mal, unsere besten Freunde. Unsere besten Freunde. Entschuldige, aber das geht so nicht. Ich bin halt kein Schauspieler. Deine Masse ist total gut. Steffen. Je länger wir warten, desto mehr träumen wir. Völlig reglos spielen wir ein Spiel in Gedanken. Von einem Tag in den nächsten führen wir uns die eigene Ohnmacht vor Augen. Wir verbrennen einfach alles und gehen weg. Irgendwohin. Ich habe das Gefühl, ich habe mir irgendwie ganz schön was vorgemacht die letzten Jahre. Was sagen wir den Leuten? Mit dir habe ich keine Angst. Warte, warte. Jetzt. Liebe Freunde, Bekannte und Kollegen, vielleicht wundert ihr euch über diesen Videogruß, aber... Wir müssen doch unser Leben auch mal hinterfragen können. Wir müssen doch auch mal Stopp sagen können. Sag das mal denen, die gerade alles verloren haben. Wo plötzlich die ganze Existenzgrundlage weg ist. Die stehen vor nichts. Na, ihr seid doch die Schisser. Steffen. Manchmal denke ich, ihr wollt immer noch euren Schwiegereltern gefallen. Steffen. Das stimmt doch. Jetzt fehlt nur noch euer eigenes Kind, dann ist alles perfekt. Dann kommt noch ein Goldrahmen außenrum. Ja, und dann gibt's eine Urkunde. Gut gemacht. Ja, und wen wollt ihr beeindrucken? Die ganze Menschheit? Ihr tut immer so großspurig, aber ist nichts dahinter, gar nichts. Wenn ihr mit eurem Ausstieg glücklich werdet, dann stellt ihr auch irgendwie mein Leben in Frage. Und wenn ihr scheitert, dann nehmt ihr mir auch die Hoffnung. Revolution mit vollem Risiko. Denn die Einzigen, die davon wissen, sind wir. Bist du noch dabei?